Moin, moin, ihr Lieben. Heute habe ich 4 Bilderbuchtipps für euch bzw. Vorleseempfehlungen für Kinder, die so 3 bis 5 Jahre alt sind. Ich werde sicherlich nochmal ein Video machen, wo ich auch für ältere Kinder, vielleicht so 6, 7, 8, auch zum Vorlesen Empfehlungen gebe, aber vielleicht dann auch schon zum selber Lesen. Wurde sich auch in den Kommentaren ab und zu mal gewünscht, dass diese Empfehlungsvideos, Bilderbücher, Vorlesebücher drankommen, und ja, dem gehe ich gerne nach. Bilderbücher habe ich jetzt nicht so viele im Regal, aber ich habe mir jetzt hier wirklich Lieblingsbücher rausgesucht, und wir fangen gleich an mit dem Buch, was für die jüngsten Kinder empfohlen ist, und dann geht es aber weiter auch für ältere Kinder, wie gesagt, bis 5 Jahre empfohlen. Das ist meine Einschätzung, beziehungsweise ich habe auch ein bisschen nochmal im Internet recherchiert, aber es ist natürlich nicht allgemeingültig. Das muss natürlich Mama, Papa, Oma, Opa, Tante am besten selbst entscheiden, welches Buch zu welches Kind am besten passt. Ich habe diese Bücher natürlich auch nicht für bestimmte Kinder gekauft und habe sie an Kindern geprüft beim Vorlesen, getestet, sondern ich habe sie für mich selbst gekauft und gelesen, mir selbst vorgelesen. Das heißt, ich denke auch, dass andere bibliophile Menschen davon profitieren könnten, von diesem Video, nicht nur Mamas und Papas für Kinder, sondern auch für sich selbst. Ja, und jetzt wollen wir beginnen mit dem ersten Buch, und zwar ist das Gute Nacht, kleiner Fuchs von Alison Green und Deborah Allwright. Ja, das Buch ist ab 2 bis 3 Jahren empfohlen. Ihr werdet gleich auch sehen, das hat sehr, sehr wenig Text, sehr viel Bild. Ich mag die Bilder, die Illustrationen sehr gerne, weil die sehr weich gezeichnet sind und sehr warme Farben enthalten. Es ist nicht zu quietschig, es ist nicht zu grell oder bunt oder glitzerig. Und trotzdem ist es niedlich gezeichnet und kindgerecht. Wie ihr schon sehen könnt, es geht ums Einschlafen, aber auch um Ängste und Vorurteile vor etwas und andere, die genauso viel Angst haben könnten, wo man es vielleicht gar nicht so glauben könnte. Wir treffen hier nämlich auf ein Kaninchen, das auf dem Weg ist nach Hause, und zwar schleunigst, denn es hat Angst vor dem Fuchs und möchte schnell nach Hause kommen, damit es sich da verbarrikadieren kann. Das schafft es auch. Und schließt schnell die Tür und möchte sich eigentlich den ganzen Abend nur im Bett verkriechen. Doch es klopft immer wieder an seiner Tür und es kommen immer mehr Tiere dazu, die auch Angst vor dem Fuchs haben. Und das Bett wird immer enger und immer voller, und irgendwann klopft auch der Fuchs an die Tür. Und ob man vor dem Fuchs dann wirklich so viel Angst haben muss, ja, das müsst ihr dann hier lesen bzw. euch anschauen. Ich mag an dem Buch sehr gerne, dass der Text gereimt ist. Ich finde, das ist sehr schön beim Vorlesen, besonders wenn es nicht so viel Text ist. Und es macht auch Spaß, weil es bestimmte Geräusche hervorhebt. Zum Beispiel bei dieser Seite. Hier seht ihr das Kaninchen, wie es nach Hause kommt. Rums, Tür schnell zu, klack, alles dicht, knirsch, Schlüssel rum, ritsch, erstmal Licht. Ja, finde ich irgendwie sehr niedlich. Und wie gesagt, dann kommen immer mehr Tiere dazu. Und dann meine liebste Seite ist eigentlich diese hier. Ja. Und dann kommt der Fuchs und alle kreischen natürlich, er wird uns fressen, nicht mich, bitte nein. Lamm und Kaninchen machen sich klein. Ich muss mal, ruft Maus und verknotet ihr Bein. Ja, also ich finde es süß und niedlich und lustig. Leider ist dieses Buch nicht mehr neuwertig zu kaufen. Ich habe aber extra vorher noch mal geguckt, ob man gebraucht daran kommt. Und ja, man kommt daran, allerdings zu einem Preis, der höher ist als der Originalpreis. 12,95 Euro hat das Buch neu gekostet, aber mittlerweile kriegt man das so ab 18, 19, 20 Euro. Das ist schon relativ viel für ein Bilderbuch, aber man kommt ran. Ich wollte es euch trotzdem nicht vorenthalten, weil ich es wirklich sehr, sehr süß finde und ich sonst eher Bücher hier liegen habe, die etwas für Ältere sind, und deswegen hier eine Empfehlung für Jüngere. Ich habe das Buch tatsächlich in meine Ausbildung geschenkt bekommen. Da hatten wir gerade die Rubrik Bilderbücher und mit einem Verlag zusammengearbeitet. Hier ist das Ellermann. Und die haben uns alle eben ein Leseexemplar dieses Bilderbuchs zur Verfügung gestellt. Und deswegen hat das für mich natürlich zusätzlich noch einen emotionalen Wert. Natürlich dürfen auch
Kinderbuchklassiker nicht fehlen. Und eine Geschichte, die ich auch selbst als Kind immer wieder gehört habe, als Hörspiel aufbereitet, war Peterchens Mondfahrt. Und irgendwann musste ich natürlich auch die Originalgeschichte dahinter mir unbedingt durchlesen. Und es gibt natürlich sehr viele Ausgaben, verschiedene für verschiedene Lesealter. Das ist jetzt, glaube ich, aber der Originaltext bzw. ungekürzt. Und ich finde die Ausgabe sehr nostalgisch schön, weil es auch die alten Illustrationen hat. Wenn ihr es ein bisschen moderner haben möchtet, dann findet ihr aber auch, wie gesagt, Ausgaben, die ein bisschen ja, moderner aufgemacht sind oder auch für Jüngere. Dieses Buch hat schon relativ viel Text, weil, wie gesagt, das ist der Originaltext ungekürzt. Ihr seht das hier. Es hat zum Teil blau-weiße Illustrationen. Das ist eigentlich hauptsächlich der Fall, aber, also hier zum Beispiel auch der Sandmann um Sumsemann, aber es gibt auch bunte Illustrationen. Da möchte ich euch natürlich auch was zeigen. Hier zum Beispiel. Ja. Und falls ihr Peterchens Mondfahrt nicht kennt, möchte ich natürlich auch ein bisschen was zum Inhalt erzählen. Hier geht es um den Maikäfer Sumsemann, der ja nur 5 Beinchen hat und ein Bein wurde ihnen gestohlen. Und auf dieser Reise, Mission, sein Bein wiederzubekommen, braucht er Hilfe. Und zwar von 2 unschuldigen Kindern, die noch niemals einem Tier etwas zuleide getan haben. Und jetzt kommt er somit dann zu Peterchen und Anneliese. Und das sind Bruder und Schwester. Und er überrascht diese in der Nacht und weckt sie auf und fragt sie, ob sie ihm helfen können. Und dann geht die Reise los zum Mond. Und sie treffen auf dieser Reise auf verschiedene wunderliche Gestalten, ob es die Mondfee ist oder ob das der Sandmann ist, ob das die Gewitterhexe ist. Und viele sind ihnen wohlgesonnen und wollen ihnen helfen, als sie die Mission hören. Und es geht eben so alles rings um Himmel und Planeten und Mond und Sonne und Naturgeister. Also ich finde, das ist eine wirklich sehr, sehr schöne, fantastische Traumreise. Auch sehr gut zum Vorlesen vorm Schlafengehen, finde ich. Aber natürlich auch immer, wenn man möchte. Die Ausgabe ist sogar sehr, sehr günstig zu bekommen. Das ist bei Klassikern ja immer sehr, sehr schön, dass es da auch sehr günstige Ausgaben gibt. Ich glaube, für 4,99 € kriegt man diese Ausgabe schon. Aber wenn ihr ja, eine andere Ausgabe findet, die euch gefällt, dann muss euch natürlich auch bewusst sein, dass es dann auch viel gekürzt sein kann und nicht unbedingt der Originaltext ist und vielleicht vieles rausgestrichen wurde. Und ja, ich sehe hier gerade sogar den Osterhasen, den trifft man, den Weihnachtsmann, den großen Bären und den kleinen Bären. Ach, da hängt einfach auch viel Nostalgie mit dran, weil ich die Geschichte aus meiner eigenen Kindheit kenne und es einfach sehr, sehr schön finde, das jetzt auch in meinem Regal stehen zu haben. Und ich höre aber tatsächlich auch das Hörspiel immer noch sehr, sehr gerne. Das macht es natürlich noch ein bisschen lebendiger, wenn man da noch Geräusche bei hat. Und das war auf Kassette damals noch wirklich sehr, sehr schöne Erinnerung. Wir bleiben bei den Kinderbuchklassikern und zwar habe ich hier eine Ausgabe von Der Wind in den Weiden von Kenneth Graham illustriert von Inga Moore. Hier ist es im Urachhaus erschienen und diese Ausgabe kann ich auf jeden Fall auch zum Vorlesen für Kinder empfehlen. Ich habe noch eine andere Ausgabe, die ist im Knesebeck Verlag erschienen. Die finde ich von den Illustrationen aber nicht so kindgerecht. Es ist auch ein bisschen düsterer, ein bisschen gedeckter. Hier haben wir schon ein bisschen bunter und naturverbundener. Auch hier wieder aber nicht zu quietschig, sondern finde ich schon sehr schön natürlich gehalten und viel zu sehen. Also es ist sehr detailreich, wie man hier jetzt auch schon auf dem Cover erkennen kann, dass man da viel entdecken kann und sich mit den Illustrationen auch ein bisschen länger aufhalten möchte. Ja, dieser Kinderbuchklassiker, den habe ich auch erst kürzlich für mich entdeckt. Den kenne ich jetzt nicht von früher aus der Kindheit. Trotzdem hat er mich sehr begeistert, weil es einfach so naturverbunden ist und man auch viel erlebt, aber es ist trotzdem
lustig geschrieben und man kann da so schön drin versinken. Es ist nicht zu viel überladen. Wir treffen hier auf den kleinen Maulwurf, der Frühjahrsputz macht, aber ihm fällt irgendwie die Decke auf den Kopf. Er möchte raus in die Natur, er möchte was erleben, auch wenn er doch ein bisschen ängstlich ist. Und da trifft es sich ganz gut, dass er der Wanderratte begegnet, der Flussratte, der Wasserratte, genau, der Wasserratte, die da sehr abenteuerlich lustig ist und schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung hat und ein Boot hat und am Fluss lebt und mit dort mit dem Maulwurf dann Abenteuer erlebt. Und trotzdem, ja, treffen sie natürlich auch noch auf andere Tiere, wie zum Beispiel den Kröterich, der immer wieder, ja, sehr übermütig ist und irgendwie immer in der Klemme ist und gerettet werden muss und ja, sich immer wieder neue Leidenschaften anschafft und sich da hineinstürzt und das Ganze ein bisschen übertreibt. Diese Kapitel um den Kröterich sind immer sehr lustig und sehr rasant. Es gibt aber wiederum auch Kapitel, wo es so ein bisschen ruhiger zugeht, wo man die Natur genießen kann. Dann gibt es auch mal ein bisschen spannendere Kapitel, wo es im dunklen, verschneiten Wald geht. Dann trifft man auf den Dachs, der dort seine Höhle hat. Ja. Was man bei dieser Ausgabe wissen muss, dass sie gekürzt ist um 2 Kapitel. Das finde ich persönlich sehr schade. Ich glaube aber, für Kinder ist das gar nicht, also gerade auch für jüngere Kinder, ist das gar nicht so schlecht. Und ich denke mal, es hat auch einen Grund, warum gerade die rausgekürzt worden sind, weil die schon so in das Poetische hineingehen und vielleicht nicht ganz so aufgenommen werden von den Kindern wie die anderen Kapitel. Und nicht ganz so kindgerecht sind. Dennoch finde ich es sehr schade, wenn irgendwas einfach weggekürzt wird. Aber da kann ich tatsächlich diese Ausgabe für jüngere Kinder schon empfehlen. Ich möchte euch natürlich auch hier ein bisschen Einblick geben. Auch hier hat es schon ein bisschen mehr Text. Aber trotzdem stehen die Bilder auf jeden Fall im Vordergrund. Ihr habt auch mal so zweiseitige Bilder hier zum Beispiel. Und wir begleiten die Tiere durch alle Jahreszeiten im Grunde. Und das ist wirklich sehr, sehr schön illustriert. Also wenn ihr eine komplette Ausgabe haben möchtet für euch und nicht unbedingt für Kinder, dann würde ich auch die Knesebeck-Ausgabe sehr empfehlen. Aber zum Vorlesen für Kinder und die Bilder finde ich persönlich schon ein bisschen geeigneter für die Kinder. Auch das Hörbuch kann ich dazu sehr empfehlen. Und zwar wurde das vertont, gesprochen von Harry Rowohlt und ein bisschen mit Musik und Geräuschen unterlegt. Also es ist kein Hörspiel mit verschiedenen Sprechern, sondern es wird tatsächlich allein von Harry Rowohlt gesprochen. Aber es wird halt ein bisschen untermalt mit diesen Geräuschen und mit der Musik. Und das macht das Ganze sehr atmosphärisch. Und ich finde auch Harry Rowohlt macht das großartig. Diese Ausgabe ist tatsächlich, also die Hörbuchausgabe ist auch nicht gekürzt, glaube ich, das, was ich auch sehr schön finde. Und ich glaube, bei Kain und Abel ist das erschienen bei dem Verlag. Also da könnt ihr auch gerne mal schauen. Gibt es auch digital bei den ja, bekannten Hörbuch-Apps? Und da habe ich es dann auch gehört. Also muss man sich nicht unbedingt als CD kaufen. Auch bei Der Wind in den Weiden würde ich sagen, dass es schon eher ab 5 Jahren empfohlen werden kann. Wie gesagt, ein Jahr mehr oder weniger macht sich dann natürlich nicht viel. Aber dadurch, dass es schon sehr viel Text ist und weniger Bilder, da muss man natürlich auch ein bisschen ja, geduldig sein beim Zuhören und ein bisschen mehr Aufmerksamkeitsspanne haben als jetzt zum Beispiel bei Gute Nacht, kleiner Fuchs. Und jetzt kommen wir zum Schluss zu meinem Highlight und jetzt sind wir irgendwie doch nicht chronologisch vom Alter durchgegangen, weil dieses Buch würde ich tatsächlich schon ab 4 Jahren empfehlen und ja, so zwischen Gute Nacht, kleiner Fuchs und Wind in den Weiden einordnen. Aber ich dachte, das Beste bewahre ich mir jetzt mal auf zum Schluss. Die habe ich euch schon öfter in jeglichen Videos vorgestellt, aber kann man nicht genug machen. Und zwar rede ich von Kuschelflosse. Hier ist das der zweite Band, die blubberbunte Weltmeisterschaft. Ich liebe sowohl die Illustrationen als auch die Geschichte, aber auch die Hörbuchvertonung und könnte mich gar nicht entscheiden, ob ich die Bilderbücher oder die Hörbücher besser finde, weil auch die Bücher so liebevoll gestaltet sind und auch so
ja so detailliert und man entdeckt so Kleinigkeiten. Ja, Liebe zum Detail passt da auf jeden Fall sehr gut. Zum Beispiel, ich habe hier perfektes Beispiel aufgeblättert, hier in dem Krimskramsladen kann man so viel entdecken. Also die Farben sind alle so ein bisschen pastellig gehalten und es spielt, wie man schon sieht, unter Wasser. Unser Protagonist ist Kuschelflosse. Der hat halt anstatt Schuppen ganz viel kuscheliges Fell und er liebt es, sich an alles Mögliche heranzukuscheln, ist ein auch sehr, sehr bequemer Zeitgenosse und er hat natürlich auch Freunde. Zum einen ist da das Seebrillchen Sebi, die Schwimmerdbeere Emmy und der Kofferfisch, Herr Kofferfisch. Hier sind sie auch tatsächlich nochmal alle aufgezählt und auch ihre Eigenarten und ihr Charakter so ein bisschen ja, aufgeschrieben. Das Seebrillchen ist zum Beispiel sehr schlau und belesen, richtiger Bücherwurm oder Bücherseepferdchen. Die Schwimmerdbeere Emmy, die ist ganz flippig und liebt alles Sprudelige, Bunte und ja, alles Fröhliche. Und Herr Kofferfisch, das ist mein absoluter Favorit, der ist ein bisschen motzig und ja, flucht manchmal ein bisschen rum, er ist manchmal ein bisschen frech, aber natürlich eigentlich hat er auch einen warmen, weichen Kern und er hat halt die Angewohnheit, ganz viel Krimskrams anzuhäufen und er kann sich eben aufklappen wie ein Koffer, deswegen heißt er auch Kofferfisch und kann jedmöglichen Krimskrams auch in sich tragen und das ist manchmal ja, sehr hilfreich, in bestimmten Momenten eine Badewanne dabei zu haben oder auch Ketchup oder sowas. Das ist dann immer sehr, sehr lustig. Und ihr merkt schon, das Ganze ist ein bisschen verrückter, sehr kreativ, verschiedene Ideen. Also es ist nicht alles irgendwie lebensecht, was man unter Wasser finden kann, sondern hier gibt es zum Beispiel auch ein Fischstäbchen-Labyrinth. Und die Fischstäbchen sind auch lebendig und führen in die Irre. Bei dem zweiten Band geht es eben um die blubberbunte Weltmeisterschaft, denn Kuschelflosse bekommt Post und dort ist eine Einladung enthalten. Und man kann dort ja, an einem Wettbewerb teilnehmen, um bestimmte Seifenblasen zu erschaffen. Auf eine Art, also, ja, auf jedwede Art und Weise kann man sich das ausdenken und dann daran teilnehmen. Und wer die schönsten, tollsten, fantasievollsten, buntesten Blasen erschaffen kann, der gewinnt. Und ja, die Freunde möchten teilnehmen und möchten eine Blubbermaschine bauen. Und dafür brauchen sie natürlich ganz viele Utensilien und müssen verschiedene Sachen ja, sich beschaffen und natürlich auch zusammenbauen. Und ja, das Ganze ist sehr, sehr lustig, gerade durch Herr Kofferfisch immer wieder toll und ich kann da wirklich drüber lachen und ich glaube auch, dass Kinder den ziemlich toll finden werden. Und auch hier haben wir es schon ein bisschen mit mehr Text zu tun. Also ihr seht das hier zum Beispiel, das ist schon etwas mehr Text, deswegen ab 4, 5 Jahren ist das auch schon empfohlen, aber wir haben hier eben auch immer wieder tolle Illustrationen, wo man viel entdecken kann. Ich kann aber auch alle anderen Teile empfehlen und ich habe es ja schon erwähnt, auch hier gibt es Hörbücher dazu. Ich habe hier tatsächlich auch die Hörbücher. Kuschelflosse, das unheimlich geheime Zauberriff, das ist Band 1. Band 2 habe ich euch eben als Buch gezeigt. Dann habe ich hier Kuschelflosse, der knifflige Schlürfofantenfall, ist Band 3. Band 4 ist die mächtig-magische Glitzerbohne und es gibt auch schon Band 4 und Band 5. Die habe ich dann aber nicht mehr in dieser Form als CD, sondern tatsächlich als Hörbuch-Download. Das Besondere ist, dass die Hörbücher von Ralf Schmitz gelesen werden. Und der macht das so toll. Der kann so gut und so niedlich diese Stimmen verstellen, dass es sich im Grunde anhört wie ein Hörspiel. Also er hat für jeden, ja, für jeden Charakter eine bestimmte Stimme erfunden, dass man gar nicht merkt, dass es nur eine Person vorliest. Gleichzeitig gibt es total verträumte, verspielte Musik im Hintergrund, immer wieder Wasser blubbern und total niedlich wirklich gemacht, liebevoll. Deswegen kann ich beides sehr empfehlen. Ich höre diese Hörspiele oder Hörbücher immer sehr gern zum Einschlafen, weil das einfach so eine heile Welt, so eine
ja, fantastische, fantasievolle, heile Welt erschafft, wo man sehr schön wegträumen kann. Und ich glaube, dass es auch für, ja, für Kinder einfach ganz toll ist. Ich glaube tatsächlich, dass es auch noch mehr Teile geben wird. Mal gucken. Ich habe alle immer sehr, sehr gerne gehört. Natürlich, manche mochte ich lieber, manche weniger, aber ja, eigentlich sind sie alle wirklich hörenswert. Und das war im Grunde mein Favorit. Ich möchte natürlich auch noch mal darauf eingehen, dass die Reihe geschrieben hat Nina Müller. Das darf man ja auch dabei nicht vergessen. Nicht nur die Illustration, sondern auch den Text und den Sprecher habe ich jetzt natürlich auch hervorgehoben. Aber Nina Müller hat diese Geschichte erfunden und erschienen ist diese Reihe im Magellan Verlag. Ja, wirklich sehr niedlich. Ich finde auch das Format sehr schön. Es ist nicht zu groß, aber trotzdem schön, dass man es gut vorlesen kann, dass man die Illustrationen sich sehr schön angucken kann. Ja, wirklich süß. Und ich mag am liebsten gar nicht aufhören, darüber zu sprechen. Deswegen muss ich mich jetzt mal ein bisschen zusammenreißen. Ja, ich hoffe, für euch war etwas dabei. Entweder Empfehlung für eure Kinder oder für eure Neffen oder Patenkinder, wie auch immer, oder für euch selbst. Ich auf jeden Fall bin großer Bilderbuchfan bzw. Fan von illustrierten Büchern, das wisst ihr vielleicht schon. Und deswegen werden hier sicherlich immer mal wieder Bilderbücher oder Schmuckausgaben einziehen. Wenn ihr selbst besonders schöne Bilderbuchempfehlungen habt, dann schreibt das natürlich sehr gerne unten in die Kommentare. Da gucke ich gerne vorbei und bestimmt die anderen Zuschauer auch. Jetzt wünsche ich euch noch eine schöne lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.